Was geht, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute, ja, wie immer, bisschen Rewards Day. Wir haben auf jeden Fall ein paar Icon Packs wieder am Start. Mal gucken, wie viele ich mache. Ich denke mal Minimum 2, aber ja, wir 3 schaffen. Schauen wir mal. Also wir wollen ja dieses Wochenende mit einem Full Icon Team reingehen. So sieht es momentan aus, was ich so im Verein habe. Der einzige, glaube ich, tauschbare ist hier noch der Deiklich. Müssen wir mal schauen, wir müssten eigentlich einen, ja, Optimus Samprotta oder Carlos Alberto noch reinbekommen und am besten irgendwie noch Raul rausbekommen. Ob wir hier Ballack spielen, Lampard oder Gerard, können wir auch noch schauen, aber der Rest ist ja ganz stabil. Also mit dem Rest bin ich schon zufrieden, aber ja, da geht natürlich noch mehr, deswegen müssen wir noch ein paar Icon Packs ballern. In der Hoffnung, dass wir vielleicht einen Ersatz für Raul und für ja, Samprotta bekommen, eventuell auch für Ballack. Ja, sorry, dass ich gestern nicht gestreamt habe und vielleicht auch heute nicht streamen werde. Mir geht es in letzter Zeit nicht so mega gut. Also, ja, deswegen will ich ein bisschen low machen. Trotzdem wird jeden Tag ein Video kommen, beziehungsweise ein Stream auf dem YouTube-Kanal, auf dem Twitch-Kanal, müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, ich quatsche nicht so lange. Wir haben eigentlich nichts Besonderes hier. Hier haben wir noch ein bisschen UV. Wir haben ja Vieira verkauft. Ja, mit 400k Verlust, aber ja, 1,4 Millionen mehr auf der Bank. Ich weiß gar nicht. Fangen wir mit Division Rivals an. Ich weiß gar nicht, was ich hier für Packs habe. Boah, die sind gar nicht mal so schlecht. Die können wir eigentlich alle zusammen aufmachen. Ich dachte, die wären sogar schlechter, die Packs. Das ist sogar Rang 1. Ey, hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, weil wir Sané gemacht haben letzte Woche noch. Da saß ich ja ewig dran. Kein Wunder, dass ich dann so viele Punkte habe. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier draus ziehen können. Zwei seltene Gold-Packs erstmal. Ja, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, was für Upgrade-Packs wir noch im SBC-Store haben und dann werden wir die auch noch abschließen. Erstes Pack. Fängt doch gut mit einem Allen an, 85er. Nice, nehmen wir mit. So, nächstes Megapack, come on, yay. Irgendwas Gutes, damit ich mal wach werde. Das sieht doch gut aus. Das ist kein Torch, das ist Futures da. Ciao Felix. 92 Rating, nehmen wir mit. 92 gerateter Joe Felix, ja, sehr, sehr nice. Brauchen wir auf jeden Fall für unser Icon Pack, das wir noch machen werden. Dahinter nichts, aber ich bin zufrieden. Ich bin absolut zufrieden. Oh, der Junge ist noch 6000 mehr. Okay, Freunde, ich habe noch ein paar Duplikate Untrades gehabt. Da habe ich einfach mal die ganzen SBCs abgeschlossen. Ein 5,82 Plus Pack, ein 92 Plus Set Goldspieler Pack und nochmal ein 55k Pack, das wir von Rivals übrig haben. Vielleicht, yay, es ist so krass, ne? Beide 55k Packs sind nicht mal durchgegangen. Das heißt, nicht mal 83 Plus Spieler. Und gehen rüber zum, ich würde sagen, 5,82 Plus Pack. Wie gesagt, es muss Tots kommen. Sonst miese Prise. Tots ist da. Sehr, sehr nice. Busquets. Nice, 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 nice. Das ist, glaube ich, sogar Big Win. Weil er 93 Rating hat. Und wenn da jetzt noch einer über 86 ist, dann würde ich sagen, haben wir diesen anderen Big Win hier aus dem Pack geholt. Come on, yay. Come on. Puh, sehr gut. Sehr gutes Pack. Sehr, sehr nice Pack. Da haben wir, glaube ich, einiges gut machen können. Obwohl die Spieler schon krass gesunken sind, muss man sagen. Ne? Jetzt gucke ich gerade an Rewards Days und die Spieler haben mal krass gesunken. Also, come on, let's go. Doppel 90 Plus Pack nochmal hinterher. Könnte auch mal ein Toti rauskommen. Ja, aber es ist wieder ein Tot zumindest. Testing. Naja, das 95 Rating Testing nehmen wir auch noch mit. Ja, das ist sehr, sehr nice. Ja, lecker Schmecker, würde ich mal sagen. Das kann sich sehen lassen. Und Piqué dahinter. Ja, ist okay. Gehen wir beide Icon SPC ab. So, Freunde, ich weiß nicht, ob das sich wirklich lohnt. Doppel 92 Plus Pack. Kostet laut Footman 135.000. Also im schlimmsten Fall ziehen wir sogar schlechtere Sachen als die beiden. Und wir haben noch die ganzen, ja, Karten hier abgegeben, die einigermaßen was wert sind. Aber ja, for the content, Jungs, gebe ich das mal ab und schauen wir mal, was wir hier rausziehen können aus dem Doppel 92 Plus Pack. Aber ich würde sagen, bevor wir das aufmachen, gehen wir zu meinen Elite 2 Rewards. Wir haben eigentlich gut abgeliefert. Ich weiß, es ist schon Ende von FIFA, aber trotzdem hat es einigermaßen Spaß gemacht mit den FCRen los. Ja, kriegen 100.000 Münzen, 3 Player Picks. Ja, am Ende sagt es eigentlich eh egal, was hier rauskommt, außer Big Boy, ja. Werde ich alle in einen Icon SBC abgeben. Deswegen, ich mache wieder auf, ohne Erwartung. Ja, Thiago Silva, wie gesagt, früher oder später werden die alle im Icon SBC landen. Außer es kommt mal ein Big Boy. Das ist halt kein Big Boy.
Gut, Rafa, und dann würde ich sagen, letztes Pack machen wir wie immer. Er hat 3 Pack. So, erster Spieler fängt ja sehr gut an mit einem Fake Henry. Zweiter Spieler ist Eazy-E. Pellegrini. Abdelhamid und ja, Gerard Moreno. Hab natürlich wieder nichts anderes erwartet außer meinen Player-Pick. Aber wie gesagt, das sind gute Spieler, die wir in der Icon SBC abgeben können. Gut, Freunde, haben wir noch 3 Packs. Erstmal 100k Pack. Come on, EA Sports. Come on. Hit me. Ah, Special Card zumindest, aber ja. Luzano. Irgendwie, ja, gönnen die auch nicht mal, ey. Ach, ja, ich erwarte eh nichts. Oder so nicht. Das ist nicht mal so schlecht, das Pack, glaube ich. Das ist sogar ultras gut, das Pack. Das ist, glaube ich, über fast 70-80k, ne? Nicht schlecht. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir zuerst das Dreier Team of the Season Pack auf. Big Boy, sonst ist eh, glaube ich, alles, was hier rauskommt, Abstoß. Come on. Yay. Davis, Digga. Kein gutes Rating, aber er war zumindest einiges wert. Zumindest über 100k war der noch. Vor 1, 2, 3 Wochen wert. Ob er die noch ist, weiß ich nicht. Und leider kann auch dahinter nichts mehr sein. Das ist das Problem mit 92 Rating. Kann da eigentlich fast nichts mehr dahinter sein. Und... Oha, über 200k? Aber in Sané wahrscheinlich gestiegen, ne? 220k? Okay, ist nicht mal so schlecht, diesen Abstoß. Ja, haben wir fast 300k gemacht. Bin ich sogar zufrieden. Okay, Freunde, bevor wir die Icon SBC abschließen, haben wir noch ein 92 Plus Pack. Also, wir haben sehr viel abgegeben. Da muss halt Big Boy kommen, ne? Toti, sonst RIP, würde ich fast behaupten. Das ist ein Tots leider nur. Könnte nach hinten losgehen. Italien sieht nicht gut aus. Ist das Chiellini oder ne, wen gibt's denn da? Das habe ich befürchtet, meine Freunde. Ich gebe da 2 93er plus die ganzen Goldkarten und krieg einfach 2 93er zurück. Also das ist einfach der biggest L ever. Okay, Freunde, wir haben ja die 85 SBC von der ersten Icon SBC abgeschlossen. Ich würde sagen, wir wiederholen es von gestern. Wir machen wieder ein Drehpack. Diesmal bin ich nicht verkabelt, deswegen soll das ganz gut klappen. Ja, wieder nicht komplett durch. Da wird wahrscheinlich jetzt kein Banger kommen, wenn ich nicht eine komplette Drehung flüssig schaffe. Oder auch schon. Interessant. Wer kann es sein? Makelele. Und da haben wir unseren ZDM. Und da haben wir auch unseren ZDM für diese Woche, für dieses Wochenende, Jungs. Makelele ist, glaube ich, der beste, den ich jetzt habe, nach Vieira. Der soll ja wie Kanté sein, deswegen, Alter, sehr, sehr nice. Bin ich nicht mal unzufrieden. Der gute Junge ist auch nicht mehr so viel wert, aber nehmen wir mit. Okay, Freunde. Ich dachte, komm, gönnen wir uns einfach nochmal einen fünffachen 82 Plus Pack. Ja, was da rauskommt. Ist fast wurscht. Hauptsache irgendwas hochgeratetes. Toni Kroos wieder? Alter, ich schwör's, das ist fast gefühlt immer Toni Kroos garantiert. 96 Rating ist sehr, sehr nice. Ja, nehmen wir so mit. Das passt doch. Das passt. Oh, das passt anders, meine Freunde. Das ist ein Winpack. Das Geile ist, du musst es nicht mehr craften, Jungs. Also du kannst es fast kaufen. Du bezahlst ungefähr 45.000 bis 50.000. Und wie ihr seht, ihr holt eigentlich, wenn ihr nicht mega rein... Ja, wenn ihr nicht mega Pech habt, einfach immer, ja, plus hier raus. Also wenn ihr zum Beispiel eine Icon SBC macht, könnt ihr einfach kaufen für die Spieler für 45 bis 50.000. Okay, Freunde, ich habe mich nicht lumpen lassen. Ich habe noch ein zweites gemacht, weil ist ja gerade momentan günstiger. Deswegen dachte ich, schnapp ich zu wie ein Schnäppchenjäger und hoffe, dass natürlich jetzt mal hier, ja, ein Big Banger vielleicht kommt, aber zumindest trotz 93 Rating, das geht fit. Das geht doch für 93 Rating. Gerard Moreno ist in Ordnung. Ja, das ist auch wieder ein Winpack, glaube ich. Das müsste eigentlich auch wieder ein Winpack. Allein er ist 40k wert. Er ist ja 25. Trotzdem. Nice. Nehme ich mit. Alright, Freunde. Es geht wieder los. 82 Plus Pack. Come on. Bis jetzt lief es ganz gut. Ah, ich will es nicht jinxen, aber ich glaube, damit habe ich gejinxt.
Ja, man darf es niemals sagen, Jungs. Das ist das Schlimmste, was es gibt bei FIFA. Ja, so sagen, ah, jetzt bitte, ja, komm nochmal Tots oder sowas. Ihr kennt das alle. Unlucky, aber wenigstens 3, ja, 2, 4, 8, naja, okay, war shit. Okay, Freunde, wir sind fertig. We are done with the next Icon Pack. Ich überlege, ob ich ein drittes machen soll, weil, guck mal, ich habe noch voll viel Coins eigentlich. Die sind eigentlich gerade echt günstig, die Icon Packs. Gut, schauen wir mal, Jungs. Ich drehe mich nochmal wieder im Kreis, diesmal in die andere Richtung. Bis jetzt Drehpack waren eigentlich ganz in Ordnung. Ah, ich habe ein bisschen nachgeholfen mit dem Fuß unten. EA Sports, come on. Aber es kann eigentlich nichts Gutes kommen. Ronaldinho? Maybe? Auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwo spielen kann. Schwieriger Spieler. Oh, zumindest nicht KK doppelt, aber es ist auch kein Ronaldinho. Mir ist ja auch letztens habt ihr mir geschrieben, ja, statt KK hätte auch Ronaldinho kommen können. Ich meine, der Junge ist immerhin noch 500k wert. Brasilien, wir haben gefühlt jetzt fast jeden Brasilianer gezogen, außer die ganz guten. Ja, vielleicht als Sub. Vielleicht können wir den als Sub spielen, aber wo ist die Frage, ne? Das ist schwierig, der Typ, den kann man eigentlich nur als ZM spielen. Aber nehmen wir mit, Sokrates, der Doktor. Und ich würde sagen, komm, weil es schon Richtung Ende geht und weil ihr so viel Support da gelassen habt, machen wir noch ein drittes und letztes Eigenpack. Ja, schauen wir mal, Jungs. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt nochmal machen soll. Komm, nochmal ein Drehpack. Ist, weil die so gut waren. Jetzt kommt. Wieder nicht komplett geschafft. Da muss man auch wirklich die komplette Runde schaffen, damit man R9 bekommt. Oder EA Sports. Come on. So close, Digga. So gute Nation die ganze Zeit. Aber wir kriegen einen Obermaß. Können wir mal überlegen, ob wir den als Sub mit holen, wenn wir Full Icon Team machen. Ihr könnt mir gerne natürlich reinschreiben, was ich noch machen soll am Team. Ja, theoretisch könnte ich mir noch einen, ja, Samprotta holen oder einen Carlos Alberto. Den können wir uns natürlich noch kaufen. Das Problem ist, wir bräuchten eigentlich noch einen guten Stürmer für eine Million. Müssen wir mal schauen. Aber das Team sieht eigentlich bis jetzt ganz in Ordnung aus. Wie gesagt, hier wird, denke ich, dann noch Makelele hinkommen. Und dann schauen wir mal. Jungs, ja, schreibt mir gerne rein, wie die Idee findet für die vorletzte Weekend. Und dann würde ich sagen, was war heute im Video. Ja, ich bedanke mich für den Support in letzter Zeit. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, euer KC. Ciao.